Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei The Secret World. Wie ihr seht, bin ich nicht mehr auf der Brücke bei den komischen Orochi-Leuten, sondern ich bin in der Kirche. Das hat den Grund, weil ich heute mit jemandem zusammen diese Folge spiele oder vielleicht ein paar mehr. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Nämlich mag sich gar nicht vorstellen, das ist der nette Templer, der hier neben mir steht. Moin, ich bin der Malahel Genau. und spiele mit den Koalis zusammen. Ja, spielst einen Templer auf Elementarismus und Schrotflinte, ne? Ja, ich gehe in Richtung Magus-Deck. Ja, sieht ganz nice aus, vor auf jeden Fall die Rüstung schon mal. Ist ein bisschen weiter als ich im Spiel, aber nicht ganz so viel, irgendwie 5 Punkte oder so. Macht nicht viel. Wir haben beide die Quest, die wir jetzt hier gerade haben, noch nicht gemacht. Zumindest mit unserem jetzigen Charakter noch nicht. Und hier müssen wir nochmal den Kingsmith Code ein bisschen entschlüsseln wahrscheinlich. Gut, gucken wir mal, was es da für eine Zwischensequenz gibt. Ja, es wird die aktive Mission nicht abgebrochen, ist schon klar. Kingsmith ist ein geheimes Buch. Ein erleuchtetes Manuskript für die, die zwischen den Zeilen lesen können. Ich habe sie gesehen, die verborgene Wahrheit dieses verdammten Paradieses. Denn suchen wir nicht nach der Wahrheit, sie und ich? Auch ein Mann Gottes kann sich weiterer Aufklärung und Erleuchtung öffnen. Erleuchtung unter dem Auge der Pyramide. Die Illuminaten, ich gehöre zu ihnen. Ich habe keine Marke oder so etwas. Ich bin eher eine Art Hobbymitglied. Doch ich habe es verdient. Ich habe einige Recherchen im Netz gemacht. Bestimmte Codewörter haben mich zu Foren geführt. Zu geheimen Foren, die bei Google gar nicht auftauchen. Nerdpol. Und ich poste sehr viel. Ich bin anerkannt. Manche Wege in Kingsmith sind auf keiner Karte. Die Arbeit der Illuminaten ist überall. Eine geheime Bibel. Kapitel und Verse in der ganzen Stadt. Zeichen und Formeln. Deshalb sind sie doch hier, oder? Also, meine Arbeit ist nicht umfassend. Manche Elemente unseres großen Planes habe ich vielleicht übersehen. Winzig kleine Details, die noch unerforscht sind. Wir können doch offen miteinander reden. Okay, Symbole der Illuminaten folgen. Ja, ganz interessant. So, ihr seht übrigens auch, ich habe hier auch meine Ausrüstung ein bisschen geändert. Achso, nee, meine Ausrüstung noch nicht, aber mein Deck geändert. Das heißt, ich wollte ja ursprünglich einen Heiler spielen und jetzt, wo ich einen Damage-Dealer an meiner Seite habe, macht das natürlich auch Sinn. Und ja, jetzt muss ich erstmal hier gucken. Ausrüstung. Was war das nochmal für ein Kurzslot? Inventar. Natürlich I, natürlich. Na klar. Brauche ich nämlich jetzt wieder meine Krallen anstatt den Pistolen. So, und dann wäre ich ready to go. Hast du auch schon deine Zwischensequenz zu Ende? Ich ja, hatte ich ja schon lange. Ah, alles klar, gut. Dann müssen wir jetzt den Illuminaten-Symbolen folgen. Ja, da kenne ich aber nicht genug. Frag mich nur, So. ob es die sind. Ja. Ich habe den Vorteil, ich habe diese Mission schon mal gesehen gemacht. So, und hier ein Kanaldeckel, der. Oh, jetzt haben wir erstmal ein paar. Zombies! Ah! Das sind dann die Grundzombies. Die machen noch nicht viel. So, zumindest habe ich dich jetzt schon mal als Defensivziel festgelegt. So, hier haben wir einen Kanaldeckel, den müssen wir untersuchen. Schauen wir mal. Lux omnia vincit. Für den geneigten Lateiner. Bin ich nicht. Bist du nicht? Nein, Das leider nicht. Licht gewinnt immer. Oder besiegt alles. Okay. Je nachdem. Ich glaube eher das zweite. Ist auch schon was her, dass ich wieder Latein übersetzt habe. Aber ich glaube, das muss man in diesem Spiel öfter. So, wenn wir ein paar Zombies mitnehmen, hier, wenn wir schon mal dabei sind. Ich lock sie immer. Das ist eigentlich ganz cool. Ich kann die ja anlocken. Ich habe, glaube ich, eine höhere Reichweite als du, ne? Ja, deine von Gewehr sind ist es 20, von Elementarismus 15 und von meiner Schrotflinte 10. Mhm. So. Mir fällt was ein. Mir fällt was ein. Ja.
Ich kann auch auf eine Reichweite gehen. Warte. Ich habe noch einen anderen Skill, der genauso stark ist, nur DF bei Elementarmagie. Okay. Hier wird auch schon wieder gut gekämpft, da rechts von uns. So, hier ist ein weiterer Deckel. Also sind wir richtig. Da ist eine Chica wieder mit kurzer Hose und nix an. Sehr auffällig hier. Die Frauen tragen immer ziemlich wenig Klamotten in diesem Spiel. Ja. Ist aber ja auch von dem gleichen Machen wie Age of Conan. Und da brauchte man als Frau nicht mal ein Oberteil tragen. Da hat man dann alles. Schlimm das. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass ich das Defensivziel immer neu festlegen muss. Das ist irgendwie nervig. Ja. Komm her, du Feiger. Nicht auf mich. Hier ist der Damage-Dealer. Geh auf den. Alles klar. Ja. So, hier ist wieder eins und das Dreieck zeigt Richtung Hafen. Das heißt, wir müssen da an diesem Feiger vorbei. Stirb, Feiger. Jo, so muss es das sein. So, was haben wir? Ein Energy Drink? Brauche ich nicht. Kannst du haben. Ja, ich hab wohl gewonnen. Ja, ich habe ja auch verzichtet. So, ach, den Feiger nehmen wir auch mit. Du weißt aber, dass du die auch zerlegen kannst, ne? Die Energy Drinks? Die kann man auch zerlegen, ja. Echt? Ja. Die kriegt man die gleichen Materialien, die man für Waffen und so braucht. Und die Dose zum Beispiel gibt Metalle. Ah, nett. Okay. Deswegen Dankeschön. Okay, dann muss ich dann demnächst mal mein ganzes Zeug mal zerlegen, was ich da so hab. Man könnte ja auch irgendwie Heiltränke bauen, das weiß ich auch noch nicht, wie das geht. So, hier geht's nach links. So, und hier ist ein Illuminatenzeichen an. Eine Tafel untersuchen. Okay. Am Sitz der Macht, der Navigator unsterblich gemacht, erleuchtet er den Pfad für den schlafenden Priester. In Gedanken an Franz Hals, der im Licht verging. 1580 bis 1666. Okay. Den in der Botschaft erwähnten Ort finden. Hast du das Quest schon mal gemacht? Nein. Tja, das ist jetzt haben wir nämlich ein Problem. Wo würdest du jetzt hingehen? Gute Frage, ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich bin in solchen Quests noch nie gut gewesen. Ja. Schick mich hin und sag, in dem Raum vernichte alles. Okay, das kriege ich hin. Ja. Und ich habe jetzt halt den Vorteil, dass ich weiß, wo wir ungefähr hin müssen. Also es geht um diesen Hans Dingenskirchen und man ist wirklich von dem Spiel gezwungen, das mal zu googeln wirklich. Und den Typen gibt es halt wirklich, das ist ein Maler. Ja, wie bei dem Man in Black Ding, ne? Ja. Und deswegen müssen wir da, glaube ich, eher dann dahin, wo die Gemälde hängen. Übrigens, hattest du eigentlich schon die Quest gemacht, also diese Forschungsquest jetzt von der Wahrsagerin? Forschungsquest von der Wahrsagerin? Muss ich gleich mal gucken. Weil die ist richtig knackig. Die habe ich zum Beispiel schon gemacht. Da laufe ich dir dann einfach hinterher und wenn du Tipps brauchst, gebe ich sie dir. Das wäre ja auch was. Okay. So. Hier hin in dieses Gebäude. So. So, und jetzt haben wir hier nämlich Gemälde, die wir untersuchen müssen. Und jetzt müssen wir feststellen, welches davon von diesem tollen Maler ist. Das kann man wirklich nur durch intensive Google-Recherche machen. Es ist dieses hier, wo ich vorstehe. Ich suche die wie lange ich dafür beim ersten Mal gebraucht habe, bis ich das rausgefunden habe. Ja, aber, ja. Der malt halt auf eine bestimmte Art und Weise und das ist das. Ne? Und hier sieht man auch die Illuminatenzeichen auf der Zeichnung, ne, in dem Bild. Zeit ist das Vorrecht der Könige und Götter. Die Hände der Zeit deuten auf Wahrheiten, die Könige in den Worten Gottes verfasst haben. Der Pfad steht den Erleuchteten offen. So, und das ist jetzt auch was richtig, richtig Knackiges wieder als Rätsel. Also Zeit, Vorrecht der Könige. So, Zeit. Wie viel Uhr haben wir jetzt hier auf der Uhr?
Wir haben es. 10 nach 2, ne? Also was. Da musste man jetzt nämlich im Buch der Könige nachgucken, wo man das nächstes hin muss. Also tatsächlich in der Bibel nachgucken. Und da ist eine Zahl angegeben. Und diese Zahl ist der Code für ein Schloss, was wir gleich finden. Ah, oh, okay. Sie ist also ziemlich knackiges Rätsel. Ja, das ich habe das gehasst, als ich das erste Mal gespielt habe. Kann ich nachvollziehen, deswegen lasse ich diese... Oh. Was, Zombies? Waren. Da waren voll der Massenvernichter da, das hätte ich schon mal nicht hingekriegt. Das ist auch die Elite-Fähigkeit von mir. Okay. Ich habe hier, glaube ich, wieder welche angelockt, die kommen jetzt gleich um die Ecke. Hm? Hier sind aber auch noch welche, die nehme ich auch noch. So. Jetzt muss ich in der Tat aber mal suchen, wo habe ich denn eine Bibel hier? Ich weiß das nämlich nicht mehr, wie das gut war. Gut, dass ich immer eine Bibel auf dem Schreibtisch habe. So. Ich glaube, meine Bibel hatte ich beim Umzug mal verloren. Ja. So. So, und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viele Spezerei und Edelsteine. Also 120 wahrscheinlich. Funktioniert's? Ja, ich mal gucken. Wenn er jetzt verschwindet, funktioniert's. Ja, Tür ist offen. Okay, bei mir noch nicht, aber mache ich jetzt mal eben. 120. Zack, okay. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder eine Einzelmission-Ding, oder? Solo-Instanz, ja. Aber da ist jetzt nichts an Gegnern oder so drin, hoffentlich. Ich hoffe, da ist was an Gegnern drin. Damit kann ich wenigstens umgehen. Siehst du, du wärst jetzt schon allein schon deswegen gescheitert, weil du keine Bibel hast. Ja. Ganz, ja gut, das kann man, wie gesagt, das Spiel ist auch so angelegt, dass man solche Sachen wirklich googeln muss. Also es ist, man hat einen Ingame-Browser auch, glaube ich, hier so einen Webbrowser hier, mit B könnt ihr den aufmachen und man soll wirklich auch googeln. So, und an den Computer? Zugang, Report, Root-Berechtigung, Passwort eingeben oder mit Hint. Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay, Hint, ne? Wie sagte der berühmte Solomon Priest einmal so schön, Licht besiegt alles. Ja, und jetzt haben wir natürlich gesehen, was steht auf den Gullideckeln. Oh, das hattest du übersetzt, das weiß ich noch. Ja, und das heißt nämlich, das Licht besiegt alles. Lux Omnia Vincit. Auch noch Zugriff gewährt. Vincit, wie wird das nochmal geschrieben? V-I-N. Ja? C-I-N. Ich kann nicht buchstabieren, wenn ich es nicht vor mir habe. Vincit. V-I-N-C-I-T, klar. So. Ah, Zugriff gewährt. Oh. So. Safe wird geöffnet. Und da haben wir jetzt Sachen, die wir uns mitnehmen können. Die schon wieder? Okay. Du wirst ein Déjà-vu haben. Später. Okay. Bericht senden. Das war's, glaube ich, schon. So einfach ist diese Quest. Haha. Einfach. Ja, also die ist echt, also ne, wir sind jetzt hier so durchgerusht, aber wenn man echt nicht weiß, wie das geht, also wie gesagt, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich es auch nur
rausgekriegt mit extremen Google-Einsätzen. Aber es ist ja auch so gewollt. Ja, das glaube ich. So, hier sind schon wieder Zombies unterwegs draußen. Das wäre für mich wahrscheinlich so eine, ich zerstöre lieber die Stadt, als das weiterzumachen. Warum kann ich nicht angreifen gerade? So, weil ich es nicht ausgewählt habe. So, bist du, du bist auch schon wieder draußen. So, jetzt wollten wir mal gucken, dieses Quest von dieser komischen Frau. Von der komischen Frau, das ist eine Wahrsagerin oder ein Medium. Das ist ein anerkannter Berufsstand. Ein anerkannter, da kommen erstmal wieder Zombies jetzt, warte mal. Die kriegen direkt mal eine Granate von mir in die Fresse. Warte, müssen die erst hochkommen. Ja, die können springen. Granate. Ich hab dir einen da gelassen. Sehr schön. Ich kann auch was, ja. Ich bin nützlich. Bist du auch. Habe ich mit keinem Wort bestritten. Sieht das bei dir mit den Schrotflinten bei mir auf dem Rücken auch so komisch aus gerade? Moment, was macht mir vorbeilaufen? Nee, das sieht eigentlich ganz normal aus. Okay, weil bei mir sind es nämlich zwei Schrotflinten, die jetzt gerade in zwei verschiedene Richtungen zeigen. Ach so, ja, das hat das manchmal. So, dann laufen wir doch mal zu der guten Dame, der Wahrsagerin. Und schauen mal nach, was wir da noch an Quests haben. Sprinten. Ja. Ja, das kann man leider nicht. Nein. Wo man kann mit dem Motorrad rund die Treppe runterfahren. Das ist aber geil. Nee, die habe ich noch nicht, die Quest. Ah, die ist echt knackig, muss ich sagen. Aber ich habe sie auch hingekriegt. Okay, dann machen wir die mal. Ich kenne sie auch, glaube ich, schon. Es ging immer um Täuschung. Jetzt, was sie uns erzählt hat. Kristallkugel, Zigeunerkleid, falscher Akzent. Billige Tricks, damit sich der Glückskeks leichter runterschlucken lässt. Meine Kunden, sie haben's gekauft, weil sie es wollten. Ohne freien Willen, nur mit dem Schicksal ist das Leben einfacher. Wir sagen, hey, es musste so sein und weiter geht's. Und das ist auch schon der ganze Trick bei der Wahrsagerei. Wir sind Gefangene unserer Suche nach einem tieferen Sinn. Es geht immer nur um Täuschung. Also ich glaube, ich habe den Leuten nie was gesagt, was sie nicht schon wussten. Bis jetzt. Ich habe Wachträume, Visionen. Ach, die Quest war das ja. Ah, ich mit dem Raben, ne? Auren. Auren. Ihre ist so hell, dass ich fast blind werde. Nein, nicht mit den Raben ist das ein... Ich sehe durch die Augen anderer. Ich kann sogar die Zukunft sehen. Wirklich. Die Wege des Schicksals, völlig klar. Es ist, als wäre ich geworden, was ich so lange vorgetäuscht habe. Oder ich werde einfach verrückt. Das könnte doch sein. Ich würde es mir nicht verübeln, wenn ich... Oh. Na toll, es geht wieder los. Ich habe wieder eine Vision. Sie kommen wie Kopfschmerzen. Ich habe keine Kontrolle. Schnell, bevor es vorbei ist. Ich sehe ihre Zwillingspfade. Einer führt zur Erlösung, einer zur Niederlage. Ich sehe schwarze Ranken, sie wollen sie umfangen. Stimmen flüstern ihnen ins Ohr. Verderbtheit von innen und außen. Etwas erhebt sich aus der Tiefe, um uns alle zu verschlingen und macht den Tag zur Nacht. Tut mir leid. Ich sehe etwas anderes. Unsere Wege treffen sich, verschmelzen und am Ende... Exodus. Unausweichlich. Dauerhaft. Vorbestimmt. Auf der Spitze der Pyramide wird ihr Pfad enthüllt. Also gut, besser wird's nicht. Der Rest ist ihre Sache. Manchmal kommen mehr Visionen. So ähnlich wie Nachbeben. In dem Fall gebe ich ihnen Bescheid. Sie müssen mich nicht mal bezahlen. Nennen wir es eine Gratisnummer. Okay, ja, lustig. Schauen wir mal, was müssen wir machen? Den Ort aus der Vision finden. Ja, ich glaube, das erste war jetzt die Pyramide. Die Pyramide. Erstmal raus. Und dann schauen wir nochmal auf die Weltkarte. Pyramide. Pyramide. Hm.
war. Es war irgendwo weit im Süden, wenn ich mich richtig erinnere. Pyramid Point. Ha! Hier unten haben wir ein Pyramid Point auf der Karte. Das müsste es die Pyramide sein. Okay, schneller als ich. Ich habe fast eine Stunde gebraucht. Ja, ich, wie gesagt, ich ist schon länger her, aber ich bin vertraut mit den Grundzügen dieser Quest zumindest. Ja, okay, ich bin vertraut ein wenig mit der Funktionsweise von Vision, habe ich mich ein wenig drüber informiert, weil ich Weissagung schon mal ein Fan von war. Okay. Gucken wir mal, wie du mir hinterher kommst. Wie bitte? Oh, ich komme hinterher. Zombies! Ah! Ich fahre jetzt um sie rum und du machst sie platt. Aufgabenteilung. Also du hast gerade eben geholfen auszuweichen, das weißt du schon. Machen die einfach alle weg hier. So. Muss ein bisschen geheilt werden, habe ich gehört. Bin so erfrischt. Ach ja. Ein bisschen kämpfen muss man auch in dieser Folge mit den. Tolle Rätselfolge. So. Versuchen möglichst viele Zombie-Horden aus dem Weg zu gehen. Schneller irgendwie ankommen. Aber man könnte auch hier quer eigentlich übers Wasser, oder nicht? Ja, kann man. Dann geht, glaube ich, schneller, oder? Ich habe die Quest jetzt, glaube ich, dreimal gemacht. Dreimal? Drei verschiedene Charaktere. Ich habe rumprobiert am Anfang. Ja. Man hat ja drei Charakterslots frei. Nee, die habe ich dann später wieder gelöscht, weil ich doch nur lieber. Ich habe immer nur lieber einen Charakter. Das ist schon bei den meisten Spielen so. Ja. Aber das ist das Gute an dem Spiel ist ja, man kann ja im Prinzip auch alles machen. Oh, du wirst angegriffen. Ja, aber ich glaube, dass der unten ist, oder? Neu entstandener Zerfleischer. Sind wir jetzt bei Warhammer? Ich hoffe nicht. Ich bin auch, glaube ich, in die falsche Richtung unterwegs. Wo bist du denn jetzt? Was machst du da hinten? Wir müssen auch in die Richtung, oder nicht? Wir müssten. Ja, okay, du gar nicht so falsch. Du machst Bogen, okay. Ja, immer an den Gegnern vorbei. Und hier vorne musst du. Durch ist aber das Gleiche. Ich habe bis jetzt keinen einzigen getriggert, glaube ich. Nein, hoffentlich. So, hier ist ein einzelner Gegner, den krieg ich. Ich bin Defensivziel. Da brauche ich gar nicht, die kommt ja nicht näher. So. Das war jetzt so fürs Ego. Das kann ich verstehen. Bei mir ist jeder Gegner fürs Ego. Ja, es ist auch irgendwie. Es ist schon herausfordernd, mit diesem Heilcharakter hier zu spielen. Nicht ganz so einfach wie mit anderen Charakteren. Ja, okay, ich verstehe. So, hier ist der Pyramid Point. Gucken wir doch mal. Ich persönlich muss aber auch sagen, ich hätte es wahrscheinlich auch anders angegangen wie du am Anfang. Ich hatte wieder eine Vision. Ich glaube, hierhin musst du überhaupt lassen, was ist. Ich telefoniere gerade. Der alten Bäume des Feenwaldes. Und ja, sehen wir hier. Wir gerade gucken nur die Schuhe an. Gibt das einen Sinn? Natürlich macht das einen Sinn. Denn ich kenne diesen Baum mit den Irrlichtern da. Ich glaube, die haben mich noch schon mal ziemlich in den Wahnsinn getrieben, diese Viecher. Ja. Ich glaube, bei einem anderen Quest. Dieser Blutspur folgen. Der Blutspur willst du folgen? Ja, dann ist am Ende noch ein Vent. Achso, das Quest meinst du, ja. Ja. Und dann, da hast du eine Leiche gefunden, musst der Blutspur folgen. Dann kam ein Wendigo. Der hat dich einfach mit dir gespielt. Und kurz bevor du ihn gekillt hast, stunt er dich kurz, rennt weg, du rennst hinterher und er muss nochmal gegen ihn kämpfen. Ja. Nein. Ich glaube, hier hinten rum war schneller, oder? Zumindest mit weniger Zombies im Weg. So, jetzt Plants vs. Zombies spielen und den Zaun hier kaputt schießen. Hast du da eigentlich eine Lieblingsklasse? Bei Plants vs. Zombies? Ja. Nicht wirklich. Eigentlich spiele eigentlich alles ganz gerne da. Die Spiele dauern ja auch nicht so lange, da kann man immer ganz gut durchwechseln. Also, ja.
Dann sieht man wenigstens mal alles. Ja. Ich kann alles nicht. Man kenne ich irgendwo her. Ja. Wie wärst du das denn hier angegangen, anders an den Charakter? Oder wie? Ich hätte den Charakter erstmal wirklich auf Nahkampf und Schaden getrimmt und später, wenn ich da weiß, dass ich da solide wäre, dann wäre ich erstmal auf Heilung gegangen. So mache ich es ja auch mit meinem. Ja. Also ich gehe jetzt nicht auf die Irrlichter. Ich will mit meinem zwar nicht auf Heilung gehen, aber ich will halt in erster Linie auf Blutmagie und Elementarmagie gehen. Ja. Nur der ist am Anfang einfach mehr schadensmäßig für ein Leveln. Und die andere Skillung wäre halt später eher Flächenschaden. Das wäre intelligenter gewesen, ja. Ich habe es ja zwischendrin dann auch gemerkt, dass das nicht funktioniert, ne? So, den Irrlichtwald haben wir entdeckt. Sehr schön. Nein, du rufst kein Irrlicht. Nein, du rufst kein Irrlicht. Okay, du hast noch zwei Irrlichter. Also, Telefonanruf. Noch mehr Visionen. Diesmal sind es ständig summende Bienen und... Ah, das ist ja auch einfach. Da können wir uns aber hin teleportieren, glaube ich. Das geht schneller. An den Eingang. Da sind nämlich die einzigen summenden Bienen hier. Fitsch! Immer neue Visionen. Okay, ich bin aber hingegangen, muss ich sagen. Ich sehe einen Engel. Der heiligen Boden mit dem Schwert bewacht, um das Böse zu vertreiben. Ah, der ist an der Kirche. Ab in die Mitte teleportieren. Zup. Und ab zur Kirche. Das mit dem Teleportieren habe ich übrigens erst nach keine Ahnung wie vielen Spielstunden in diesem Spiel herausgefunden, dass man das kann. Ja, habe ich gesehen. Aber ich habe ja schon bei dir alle Folgen durchgesehen. Also ich glaube die ersten zwei, die 22. Und dann habe ich auch erst angefangen. Ach so, okay. Hatte ich schon einen gewissen Vorteil. Das stimmt. Ja. Ja, das Spiel macht schon Bock, also es macht schon echt Laune. Ja, muss ich auch sagen. Nur bei MMOs habe ich immer das Problem, ich hasse es alleine zu spielen. Ja. Wie gesagt, ich MMOs ist jetzt nicht so. Ich habe ja irgendwie schon. Warst du das oder war ich das? Egal. Ich glaube, wir beide. Ich glaube, es ist gerade, ich bin gerade nur über Funknetz im Internet hier mit dem. Ich glaube, das wirkt sich ein bisschen aus gerade hier. Ich habe ein bisschen Lags zwischendurch. Habe ich auch. Und kann jetzt zum Beispiel nicht über diesen Zaun springen. Ey, wie ist es denn? So, jetzt. Okay. So, der teure Verstorbene ist unser. Oder deine. Ja, ohne deine Vorarbeit hätte ich es auch nie geschafft. Natürlich, natürlich. Ich habe nichts anderes erwartet. So, Telefon, komm, hier. Ja, wollte ich gerade sagen. Hoffentlich ist das die letzte. Oh, furchterregend. Die kalten, toten Augen der Unschuldigen starren sie vom Galgen aus an. Ihr Blick ein Spiegel zur Vergangenheit und zur Zukunft. Die Spiegel der Vergangenheit. Unschuldige Augen. Oh, du hast das Outfit gewechselt? Ja, ich dachte mir, vielleicht wenn deine Vorgesetzten das sehen, dass du mit dem Tempel offensichtlich rumläufst, ist nicht so toll. Auch ich glaube, die Drachen sind da richtig schmerzlos. Ja, da habe ich auch meinen ersten Charakter ausprobiert bei den Drachen, aber die waren mir dann doch ein bisschen zu, ich sag mal, kavianermäßig. Genau, ja. Ich meine, ich habe eine Toleranz gegenüber Wahnsinn, ne? Oder so einer komplizierten Sprech. Oh, hier ist der hier, das gibt ein Achievement, wenn du gehst. Oh. Dann kriege ich ihn noch. Jo. 1571. Der taucht jetzt, wo wir ihn gekillt haben, taucht er erst wieder in 5 Stunden auf. Tja, wir sind halt OP, ne? Ja, voll OP. So, aber wir wissen, ich weiß jetzt immer noch nicht, wo wir hin müssen. Gucken wir mal auf die jetzt Welt. Jetzt den Galgen, ne? Galgen, ja. Wo ist denn der Galgen? Hier gibt's keine Galgen.
Das ist schon klar. Das ist richtig mies. Das steht nämlich nur auf einem kleinen Schild, auf einer Brücke. Den Tipp gebe ich dir. Na ja, gut, es gibt ja nicht so viele Brücken. Die einzige... auf der Kingsbridge kann man kein Schild anbringen. Auf der Solomon Bridge glaube ich auch nicht. Die diese überdachte könnte sein. Dann müssen wir aber ziemlich weit laufen. Immer gut. Laufen wir. Ich hätte mich Whitey nennen sollen. Whitey. Ja, das Outfit ist auch echt cool von dem Elementaristen. Ja, ja. Die Jacke, nur die Jacke kriegt man ja, wenn man Elementarismus diese obere Reihe vollert. Ja. Aber ich finde, die Jacke an sich macht es nicht aus. Nee. So. Okay. Nächste Zombie-Horde. Wir müssen mal gucken, ob wir mal ein paar Leute zusammenkriegen, um die Instanz hier mal zu machen. Ein Bekannter hat sich von mir das Spiel gestern runtergezogen und wird wahrscheinlich jetzt auch anfangen. Ja, also haben wir doch schon mal drei, ich glaube fünf braucht man oder so, ne? Ja, fünf. Mhm. Und von ihm muss man auch sagen, er ist eigentlich recht intelligent, also er kriegt Innis gut auf die Reihe, also mit Tipps geben. Aber wir sollten danach aufpassen, dass wir nicht zu stark für die Instanz sind, weil dann ist das Zugucken zum Beispiel auch ziemlich öde, weißt du? Das hat die Erfahrung habe ich mal gemacht. Ich glaube, die erste ist eh nicht so kompliziert. Ich habe die mit einem anderen, mit einem Charakter schon zweimal gespielt. Einmal bin ich total draufgegangen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und bei der anderen hat mir das dann einer erklärt und dann war es relativ simpel. Ja, wenn es einer erklärt, aber jetzt stell dir mal vor, das Spiel käme gerade erst raus und du bist der Erste, der die Instanz macht. Ja. Ich habe hier echt Lags, das ist echt nicht so geil. Brauche nicht. Ich kann nicht, teilweise nicht schießen, nicht, mich nicht bewegen. Das ist nicht so schön. Mhm. So, wird es denn bald wieder oder bleibt das so mit dem Internet? Ich hoffe, das ändert sich wieder. Ich habe ja so einen Hybrid-Anschluss von der Telekom. Und momentan ist also es ist eine Mischung aus LTE und DSL. Und momentan ist das DSL ausgefallen bei uns hier. Deswegen bin ich nur bei LTE im Netz. Und da ist der Ping natürlich extrem schlecht. Daran mag es liegen. Ja, ich hatte mal bei der Vodafone, wo ich noch bei der Bundeswehr war, hatte ich mal so einen Stick dafür, für Internet. Mhm. Das war auch immer die Hölle. So, Langmore Bridge. Scheint ja... Ah, Hangman Spawn, okay. Mhm. Ja, okay. Das wäre auch so eine Google-Sache gewesen, glaube ich. Ja. Aber ich hatte das Glück, ich war vorher schon mal hier bei der Brücke und habe das Schild auch gelesen gehabt. Ja. Man kann es finden. Man kann es finden. So. Die Quelle der Finsternis. Spiel bestimmt. Friss Granaten, wenn ich denn wieder gleich was machen darf. Ah, nee, der ist schon weg. Entschuldigung. Ich übertreibe es immer, wenn ich in meinem Element bin. Da kommt er nochmal. Ja, er wollte dir noch eine Chance geben. Achso, ich kann aber wieder nicht feuern. Aber ich bin noch gerade irgendwie hinter. So. Okay, den Thor's Hammer. Das war nur ein Streiftreffer und hat ihn umgehauen, okay? Wie viel Schaden macht er eigentlich? Boah, 657 Schaden macht er. Moment. Jetzt kommt er nochmal. Irgendwie ist hier gerade was buggy, kann das sein? Ja, ja. Vielleicht sollten wir einfach auch mal rausgehen. Mit dir wenigstens immer. Das war's. Ja, ich gebe wirklich mal Erfahrungspunkte, ne? Nee, gibt es nicht. Deswegen kommt er wahrscheinlich immer wieder. Da denkt sich, naja, ihr kriegt von mir eh nichts. Aber es ist nichts Gutes. Für keinen. Aber die Quelle der Finsternis finden und vernichten habe ich immer noch als Quest offen. Okay, dann gehen wir alleine rein. Ich muss mich den ganz alleine bedienen. Ich gehe mir schnell ein Sturmgewehr kaufen und unterstütze dich aus der Ferne. So. Komm, mach den jetzt hier. Stirb. Schwer bist du ja nicht, hoffentlich. So, ich hab dir kurz Bach gegeben, glaube ich. Ah,
der ist jetzt gleich hier. So, jetzt ist es. Das war echt ein bisschen buggy. Der Sturm ist ein Bedrängungswert, also 45%. Ich weiß nicht, was am Ende der Straße liegt. Aber es ist nichts Gutes. Für keinen. Ja. Ordentlich KP gekriegt. Ordentlich KP. Und eine FP-Punkt auch. Sehr schön. Und das Achievement, das war ja auch natürlich ziemlich cool, dass wir da zufällig drüber gestolpert sind. So, wenn ich auf die Uhr gucke, wäre es das für diese... Oh, meine Waffe ist unsichtbar. Ja, sehe ich. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser kleinen Rätseleinheit. Bis zum nächsten Mal, euer Koali.